Ja, aber ja, man kennt ja Vereine. Weil, wenn du mich fragst, Zweitligisten in England, kann ich dir auch mehr aufzählen als fünf. Los. Denk schon. Ja. Bristol, Aston Villa, Queen's Park Rangers und jetzt kommst du auch noch. Ja, du hast ja gesagt. Ja, aber schau, das wären dann schon 3 Punkte gewesen. Ab geht's jetzt hier, oder? Jetzt müssen wir uns strafen. So, los geht's. Ja, in welchem Jahr wurde Marco Friedl geboren? 1998. B. Ja, das ist ja, sicher. Ja, sag ich da. Frage Nummer 2. Gegen Düsseldorf erzielte Kevin Möwald sein erstes Bundesliga-Tor für Werder. Womit? Mit einem Weitschuss mit dem rechten Fuß ins lange Eck. Stimmt, das zählt oder? Auf jeden Fall, ne? Sicher. Ja, ja, ich wollte es ausführlich machen. Biografie, oder was? Man sieht, dass ich mich da auskenne. Boah, fuck. Marco Friedl bestritt bisher 12 Bundesligaspiele für Werder. Wie viele gelbe Karten hat er kassiert? Das ist eine reine Ratefrage, ne? 3. Dumm. Bist du eine. Mann. Im Training kommst du immer zu spät. Hey, eine stimmt. Ja, dann tipp mich doch einmal an. Wie war Möwalds Spitzname in Nürnberg? Das ist so geil. Zecke. Nein! Warte mal, ich hab's noch nicht gesagt. Möse. Alter! Nein! Nichts davon, warte Alter! Warte mal, Kevin Möwalds. Nichts mit meinem Namen! Name in Nürnberg! Mums! Hab ich das schon mal gehört? Ich würde sagen, du hast es schon mal gegessen. Warte mal. 5 Sekunden. Du hängst ja völlig. Was sagen wir denn noch zu dir? Nein! Ja, lass mich jetzt mal überlegen. Nichts, was du hier gehört Warme hast. Semmel. Du, das sagt man zu dir. Ich weiß es nicht. Was? Ja. Ja, ich auch nicht. Aber wo habt ihr das her? Das ist völlig falsche Information. Ja, aber Zecke könnt ihr sein. Ja. So. Fuck. Weiter. Welches Stadion ist das? Ey, warte mal ganz kurz, was ist das für eine Schüssel? Warte mal. Ist auf jeden Fall hier irgendeine. Ey, warte, ich weiß es. Das ist. Das, ich weiß es. Warte ich weiß mal es. Kurz. Ich weiß es. Warte mal ich kurz. Weiß es. Ja, warte mal kurz. Ja, das ist es. Weil ich weiß schon, weil ich da mal geparkt habe und den Weg gegangen bin. Augsburg. Ja? Ja. Augsburg. Ja! Stimmt. Gamma. An welchen Tagen erscheint Werder TV Insight in der Regel? Also, ich glaube nicht, dass es ein Wochenende ist. Das wäre Schwachsinn. Es ist schön, dass ihr regelmäßig zuschaut. Ja, auf jeden Fall, aber ich gucke nicht auf die Daten. Auf das Datum? Nee, auf die Daten. Daten? Ja. Ja, keine Ahnung. So nach dem Spiel, weißt du? Ja. Freitag. Es sind 2 Tage, kleiner Tipp. Ja, einer reicht. Freitag ist richtig. Nein, Freitag und? Nee. Ach doch, Scheiße. Ja. dann. Dienstag. Montag war es. Nee, warte, du hast dich versprochen. Montag. Oder? Also nochmal die Antwort. Montag und Freitag. Richtig. Top, Junge! Ja, das habe ich ja gewusst. Ja, ich wollte es schauen, ob es auch passt. Ein bisschen Aquaplaning, ey. Ja, das weiß ich. Ey, warte, das weiß ich auch. Ja, ich sag's einfach. Flo Kofeld. Who's missing übrigens. Wie heißt die Währung in Südafrika? Rand. Ey, geil, wir sind zu gut. Wir sind echt stabil. Davy kann sich schön warm anziehen. So viele Punkte hatte gerade Davy, gell? 5 schon. Oh, wieder Stadion, das weiß ich auch schon. Mann. Da fehlt aber eine halbe Seite. Welches Stadion ist das? Steht auf jeden Fall da. Boca Juniors. Wie ist das Stadion? Nö, welches Stadion ist das? Ich bin nicht nett und gebe euch Bonuspunkte, wenn ihr den. Oh ja. Weißt du es? Na. Boca Arena! Juniors Stadium. Nee, ich weiß nicht. Na, schon. La Bombonera. Wenn du mir in 2 Minuten das nochmal fragst, ja, weiß ich auch nicht. Zu welchem Verein gehört dieses Wappen? Ach du Jemini, was ist denn das? Seid ihr wirklich, ist das nicht die Piraten? Da ist die Farbe ausgegangen, sicher. Das kann ein Verein auf einer ganzen Welt sein. Ja. Das hilft aber mir nicht weiter. Mir auch nicht, kannst du ein bisschen präziser? Ja, Südafrika. Echt? Chiefs, vielleicht. Sind es die Chiefs oder gegen die anderen, die wir spielen? Ja, wie heißen wir?
Das sind die Chiefs. Was soll's? Das soll's in Cape Town. Ajax Cape Town? Aber war nicht schlecht. Was? Ja, aber wie soll das jemand wissen? So in Amerika. Das kann keiner wissen. Ja, aber hey, das weiß keiner aus der Mannschaft. Das ist bitter. Das ist die letzte Frage. Nennt in 11 Sekunden alle Spieler, die im Werder-Trikot über 100 Tore erzielt haben. Ailton, Pizarro, Klose. Pico. Was? Weiter reden, wir können. Ja, sag weiter. Ja, aber das, ja, was ist das für eine Frage? Ja, aber was anderes, das ist ja jetzt hier völlig, das ist ja, ja, aber das, ja, das ist ja Wahnsinn. Warte mal ganz kurz, nenne alle deutschen Zweitligisten und dann... Nenne, und da kommt, nenne... Kommt sowas, das muss ja ein bisschen im Verhältnis stehen. Ja, das ist echt... Hättest gesagt, nenne alle Drittligisten. Ja, Osnabrück zum Beispiel. Warte mal, was war die Frage? Drittligisten in Deutschland. In Deutschland? Unterhaching? Nee, das kann nicht sein. Ich möchte jetzt auch, dass das mit drauf kommt, dass Davy Klaassen eine deutlich einfache Frage hatte. Ja, Davy, das war also unverhältnismäßig. Also nochmal auch an die Zuschauer, die das anschauen. Die Frage, nenne alle Zweitligisten der deutschen Bundesliga in 11 Sekunden oder nenne in 11 Sekunden alle Spieler, die im Werder-Trikot über 100 Tore erzielt haben, fragen wir euch, welche Frage ist einfacher? Ja. Also, ja, die Werder-Fans werden das ja alle wissen, aber wir waren ja bei manchen noch gar nicht auf der Welt. Ja, ihr könntet noch sagen, und wenn ihr das euch nochmal angucken wollt, klickt hier. Nee, das sage ich jetzt auf jeden Fall nicht. Ich mache keine Werbung für den Sender jetzt hier. Das sehe ich jetzt gar nicht. Das sehe ich jetzt echt so gar nicht. Du kannst auch sagen, wenn ihr es... Mache ich auch nicht, weil dann gucken sie sich ja auch! Wenn ihr mal zufällig vorbeischaut, dann könnt ihr auch das Video anschauen. Und entfolgt diesen Kanal. Hier, da klickt man dann. Ja gut, sollte nicht sein.